Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Auf nicht Mirage. Ist es nicht schön, Leute? Inferno, ich fasse es nicht. Er war gerade kurz scheinbar AFK. Endlich haben wir es geschafft und es ist nicht Mirage. Ich habe sogar Musik angemacht. Ja, es ist herrlich. Wunderschön. So, wir gucken mal, was er... Mhm. Oh, da hat ein kleiner Bruni Hopp mit am Start, mein Freund. Okay. Also, der Shot ist schon wirklich ziemlich in die Fresse geflogen. Er hat doch irgendwie genau gewusst, dass da einer ist. War einer auf B und hat ihn vielleicht angezeigt. 4 könnte auf B gewesen sein. Aber da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und der Bunnyhop ist möglicherweise real. Lass mal kurz schauen, wie die Stats so aussehen. Also, 23-7. Tja, von den Stats her würde ich jetzt sagen, er ist wahrscheinlich der einzige Cheater hier. Es wirkt so ein bisschen wie ein Burl-Hack, weil er schon etwas stark vermutet, wo die Gegner jetzt gleich kommen oder wo sie stehen, wo er hinaimen soll. Also ich meine, dass er da so ein bisschen durch die Wand glotzt. Und die Shots gehen auch ziemlich hart rein. Natürlich ist der Wallhack der beste Aimbot. Man kann ja schon mal auf Kopfhöhe zielen. Sein Crosshair-Placement ist gar nicht mal so grottig wie das von den... anderen, naja... Sein Bunny-Gehoppe wirkt fast schon erlernt, oder? Da analysiere ich ja gerade falsch. Er hat richtig Anlauf genommen und das, ja, es sah fast real aus, was er da gemacht hat. Also so, dass man das wirklich durchziehen könnte, wenn man das denn ganz gut kann. Oder auch nicht. Gut, da hat jemand auf jeden Fall einen Bunny-Gehoppe so gut hinterm Schlüssel. Und die Headshots fliegen auch ziemlich brutal rein. Zu brutal. Das ist einfach, das ist so krass reingewurstet und dann auch noch gewurlhackshot. Der hat wirklich alles am Start. Guck mal, er jagt ihn jetzt mit seinem Bunnyhop. Jagt er ihm hinterher und macht sogar einen 300 No-Scope 60 Mofo-Kill, um da irgendwie noch lustig auszusehen. Also, das ist wirklich lächerlich. Seine Mates rasten schon voll aus. Das ist eine hohe Maus-Sense, was der einer da macht. Ich denke, die wissen, dass er ein Cheater ist. Wenn er es nicht gesagt hat, dann merken sie es auf jeden Fall an seinem Verhalten. Die Gegner haben auch schon 2 Bots, also es ist witzlos. Das Spiel ist jetzt ja eh gleich gewonnen. Achso, wie viele Punkte hat er denn? Ich habe mal gehört, stimmt es eigentlich, dass man ab einer gewissen Punktzahl reported wird? Ich habe gehört, dass wenn man irgendwie 80 oder 100 Punkte erreicht, oder 180? Nee, 80 glaube ich, oder halt so um den Dreh, dass man dann automatisch registriert wird. Und im Overwatch auftaucht. Ist es tatsächlich wahr? Einfach so vorsichtshalber vom System. Wahnsinn, wie er da im Rumhopsen ist, der Lurch. Also, da ist vollkommen klar, er hat alles. Er hat alles, bis auf Grief. Hat er alles. Selbst seine Bots sind schon unzufrieden mit ihm. Und sind genervt. Die wollen endlich, dass das Spiel rum ist. Vor allem, wenn es Premates waren, dann ist das Spiel ja eh weg. Also, dann ist es... wie er so richtig hart drauf juckeln ist. Dann ist das Spiel ja auch wiederum gelöscht. Übrigens, ich habe immer noch das blaue T-Shirt an. Das wird ausgekeyt, ich weiß. Das verschwindet langsam, aber sicher. Weil der Key auf dieses Grün hinter mir gestellt ist und dieses Grün, beziehungsweise dieses Blau ähnelt dem Grün stark. Gut, auf A ist nichts. Er tut jetzt so, als müsste er hier um die Ecke aimen. Komm, verarsch uns nicht. Hopp, das ist wirklich allerdreisteste Geschichte, was er da macht. Er sneakt. Will er jetzt einen auf Legit machen auf einmal? Was ist mit ihm los? Ist er bescheuert? Ich muss langsam laufen, weil hier ist niemand. Er will die Bücher nicht erschrecken. Achtung, gleich kommt einer. Bald kommt einer. Vielleicht kommt einer von hinten. Einer kommt jetzt long. Wie wurde er jetzt gekillt? Von wo wurde er jetzt eben gekillt? War er nicht im Haus gestanden, der andere war auf B? War bei ihm einer close? Hat irgendein City gerade durch die Wand komplett reingerissen? Hat er eben den Springen denn erwischt? Ja, ne? Krass. Glaubt ihr, er muss selbst abdrücken? Glaubt ihr, er hat selbst abgedrückt? Oder hat er bei Fadenkreuz mit Gegnerkontakt auch einen automatischen drin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier alles hart am Stissel, außer Grief. Wir haben uns da schon oft drüber unterhalten. Ja, natürlich ist Cheaten antisocial und somit sollte jeder, der cheatet, auch einen Grief bekommen. Aber da Grief extra aufgeführt ist, ist es halt wirklich was Spezielles. Die anderen Cheats sind ja schon für sich stehend dort. Nur um da direkt nochmal vielleicht, um so einer Diskussion vorzubeugen.
Grief wird dann wirklich nur dann gedrückt, wenn es was Spezielles neben den Cheats ist. Das Anti-Competitive oder Anti-Social oder eben Disruptive ist. Okay, Leute, ich bin recht zufrieden. Auch wenn es schon wieder ein verschissen kurzes Teil war, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit diesem Spiel. Ich habe übrigens herausgefunden, ich habe euch ja gesagt, ich kann alle 8 Minuten ungefähr in Overwatch machen, aber wenn ich das Spiel okay, da ist jetzt wieder eins, das wären jetzt alle 5 Minuten, aber wenn ich das Spiel nach einer Minute ausmache, also ich hatte eben vorhin den Fall, dass es endlich mal wieder nicht mehr Rage war, und zwar war es Cash, aber es war direkt eine Boosting-Lobby. Das heißt, Grief und eben Other External Assistance. Dann lasse ich das durchlaufen, das ging ungefähr eine Minute, ich bin aus CSGO rausgegangen und wieder rein. Und dann war es sofort ein Fall wieder da, so nach einer Minute, nach eineinhalb. Das heißt, wenn ihr auch YouTuber seid oder wenn ihr einfach schnell ein paar Fälle hintereinander machen wollt und nicht 3-4 Minuten warten wollt, dann macht es CSGO einfach kurz aus und wieder an. Dann ist sofort der nächste Fall da. Zumindest ist es bei mir der Fall. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.